Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Chris, ich bin euer Host und bei mir, da ist der gute Olf. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Und worüber sprechen wir heute, lieber Host Chris? Total ungewohnt, ne, dass ich das hier mache und du nur zu Gast bist. Ja, Olaf Bleich, Freelance-Videogames-Journalist, war in München bei 2K und hat WWE 2K24 angespielt. Das ist korrekt. Einmal 2 Stunden die PC-Version gespielt, nicht ganz 2 Stunden, da ist noch ein bisschen was von abgegangen. Aber ja, hab's anspielen können. Noch nicht das komplette Spiel, sondern ein Preview-Code, wo nur ein Teil des Rosters zur Verfügung stand, wo auch nur ein Teil der Spielmodi und Matcharten zur Verfügung stand. Aber nichtsdestotrotz, gut, ja, 4, 5, 6 Wochen vor Release ungefähr, schon mal eine Runde gespielt, ist immer fein. Absolut. Und ja, du hast mich ja nicht ohne Grund hier ausgewählt, dass ich das wieder mit dir mache, mit dieser Preview. Ich habe ja um die 375 Spielstunden Vorgänger. Und ich schäme mich echt ein bisschen dafür, ne? Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Keine Ahnung. Also, kannst du dir aber vorstellen, dass ich schon gespannt drauf bin, was das 24er dann so zu bieten hat. Ja, erstmal, Olaf, du hast ja gerade schon gesagt, erstmal beschränktes Roster in dieser Demo, die du gespielt hast. Welche Superstars waren denn spielbar? Also eine kleine Auswahl, ne? Sowohl Frauen als auch Männer waren spielbar. Bei den Männern hatten wir, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, ne? Also wir hatten Roman Reigns, wir hatten Seth Rollins, wir hatten LA Knight dabei, wir hatten Sami Zayn dabei. So Namen waren dabei bei den Frauen. Bianca Belair, Becky Lynch. Es waren, glaube ich, so knapp 20 Talents insgesamt. Deswegen da auch noch keine Prognose oder sonst irgendwas. Ich habe auch vorher noch ein Interview geführt übrigens mit den Entwicklern und habe da übrigens auch nachgefragt, so, ist CM Punk dabei, ist CM Punk dabei? Und die haben nur gesagt, time will tell, alles ist möglich. Also die üblichen PR-Floskeln, die man dann so bekommt, deswegen keine Prognose da. Genau, ein Hulk Hogan war noch dabei, ein Steve Austin war noch dabei, ein Undertaker, ein Ravishing Rick Rude zum Beispiel, Rhea Ripley logischerweise war auch dabei. Sahen die Charaktermodelle denn ganz gut aus? Also hat sich da technisch, grafisch so ein bisschen was getan? Und wurden auch die Outfits vernünftig modernisiert? Denn da, ja, beklagen sich ja viele Fans doch, dass die dann schon mal so ein bisschen weiter zurückhängen. Also Outfits, da nehme ich mal Rhea Ripley zum Beispiel raus. Da haben wir auf jeden Fall deutlich was angepasst. Da haben die jetzt auch so einen speziellen Effekt neuerdings, der heißt Slingshot-Effekt. Das ist im Showcase-Modus, wo du dann zum Beispiel sehen kannst, dass in der Zwischensequenz eine Rhea Ripley durch das Schwitzen das Make-up verläuft und dann hat die quasi dann in der Gameplay dann auch wieder dieses verwischte Make-up zum Beispiel. Ne? Das ist auch sowas, was auch beim Match gegen zwischen Rick Rude und dem Warrior mit dabei gewesen ist. Also im Showcase konnten wir 3 Matches spielen. Das war Rick Rude gegen Ultimate Warrior von WrestleMania 5. Dann Rhea Ripley gegen Charlotte Flair von WrestleMania 39 aus dem letzten Jahr, genauso wie Cody gegen Roman Reigns aus dem vergangenen Jahr. Aber gut, dass du das schon vorwegnimmst, denn ich wäre jetzt auch auf den Showcase zu sprechen. Genau. Ansonsten so, ich bin ehrlich, es tut sich was, aber es tut sich sehr wenig, wenn man ehrlich ist. Da ist grafisch wird hier und da ein bisschen drüber gebügelt. Ich hatte das Gefühl gehabt, es ist gerade was so die Übergänge angeht, von Kontern in Aktionen ist flüssiger geworden. Du hast auch so diese Übergänge, wenn du so spontan Aktionen, denke ich, einfach mal zeigst, das ist sanfter geworden. Die Charaktermodelle an sich wurden angepasst, aber es ist weiterhin die Engine, es ist weiterhin ein Spiel, was sowohl auf der aktuellen Konsolengeneration als auch noch immer für PS4 und Xbox One erscheint. Du hast Limitierungen einfach da inzwischen drin, ne? Und ich frage mich halt auch, wann geht man endlich den Schritt? Ich meine, wir sehen es bei NBA zum Beispiel, bei NBA 2K24, ja, wo wir zum Beispiel eine separate, spezielle Funktion für die aktuelle Konsolengeneration und dann eben die alte Grafikgeneration sozusagen haben für die alte Konsolengeneration. Da habe ich auch gesagt, irgendwann muss man diesen Schritt auch gehen. Man möchte natürlich die große Masse erreichen, aber irgendwann muss man diesen Schritt gehen und sagen, so jetzt kriegt auch die PS5 irgendwas Geiles, irgendwelchen geilen Scheiß, genauso die Xbox Series X, ne, dass die halt irgendwie, dass da auch an die Hardware-Grenze gegangen wird. Und Es sieht immer noch gut aus, aber die ersten Gameplay-Trailer und alles sind ja raus. Also da kann man sich ja auch schon einen Eindruck von verschaffen. Es ist kein großer Grafik-Sprung. Hast du das eigentlich mitbekommen von Bayley? Ja, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Die war aber nicht im Spiel.
Ja, dieses Bild, was veröffentlicht wurde, da sah ihr Gesicht ein wenig merkwürdig aus. Und ich fand es sehr witzig, dass sie drunter gepostet hat, Help me. Ja, ja. Ist auch sehr, also da hat man, also ja, die war jetzt nicht im Spiel, ich kenne auch nur dieses Screenshot, aber da hat man auch die Haare so ganz merkwürdig gemacht. Die fangen irgendwie sehr weit hinten erst an, keine Ahnung, ja. Ja gut, mit den Haaren, das ist ja auch so eine Sache. Wie du schon sagst, ich glaube, so dieser Sprung, der steht wirklich mal an. Aber man muss auch dazu sagen, WWE hat ja auch seine Produktionskosten, die werden nicht ohne sein und es verkauft sich jetzt nicht so wie ein NBA, ne? Da ist auch nochmal um einiges mehr Budget dann auch hinter. Aber du sagst quasi, es geht in Tippelschritten weiter voran. Das ist genau. Ja, verbesserte Gesichtsanimation, das sieht man so ein bisschen. Wie gesagt, die Übergänge, ist zumindest das, was mir aufgefallen ist. Ein paar neue Kamerawinkel, irgendwelche. Es gibt auch irgendwie eine Dive-Camera, wodurch quasi Dives nochmal speziell in Szene gesetzt werden. Es gibt auch neue Aktionen, die so ein bisschen anders in Szene gesetzt werden innerhalb der Matches. Da können wir vielleicht gerade drauf zu sprechen kommen, bevor wir zum Showcase kommen. Also zum Beispiel gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass du auf mehrere Gegner gleichzeitig springst und die quasi alle auf einmal umkegelst. Cool. Das finde ich ganz witzig. Habe ich nicht hinbekommen im Play-Test quasi. Ja gut, man muss aber auch sagen, du bist so ein richtiger Gamepad-Legastheniker. Ne? Ich habe ja auch schon mal gegen dich WWE gespielt. Das Ding ist auch, du hast halt wirklich da nur anderthalb Stunden Zeit, ne? Und du hast ja, dann spiel das. Alter, ich habe zwei, drei Matches im Showcase, die ich spielen soll. Ich habe den Backstage Brawl, den ich spielen soll. Ich soll noch den Ambulance Match spielen und dann noch das. Da bleiben immer links und rechts Sachen liegen. Deswegen zähle ich es halt einfach so ein bisschen auf, ne? Also ja, jetzt rede ich nicht raus. Hier kommt zum Punkt. Genau. Das wird halt zum Beispiel möglich sein. Du hast so ein Schlagduell, was jetzt neu ist. Das unterbricht sozusagen das Gameplay und dann gibt es abwechselnd Schläge sozusagen und die Schläge führst du aus, indem du, in meinem Fall war es die X-Taste beim Xbox-Controller, die X-Taste gedrückt hältst und dann musst du die halt im bestimmten Bereich loslassen oder du hast noch einen zweiten, so golden markierten Bereich. Da gibt es dann sozusagen einen besonders starken Schlag dann. Es wird ein Minispiel draus, wo du abwechselnd halt eben diesen Bereich treffen musst und wenn du den nicht triffst, dann blockt dein Gegner die Aktion, schlägt dann wiederum zu. Derjenige, der quasi besser gewesen ist, der hat dann am Ende den Vorteil, der andere geht zu Boden, der eine bleibt stehen. Ich fand es ganz witzig, unterbricht ein bisschen das Gameplay, aber ich finde es allein so von der Visualität her, finde ich es ganz geil. Ja, das hat mir auch immer wieder in großen Matches diesen Schlagabtausch. Von daher finde ich das echt witzig. Also das sind schon jetzt keine Mega-Features, die du da aufzählst, aber alles, was es aufwertet, meiner Meinung nach. Also ich habe da Lust drauf. Was ich auch ganz nett finde, sind Super-Finisher. Das sehen wir ja auch relativ häufig. Da ist es dann so, da musst du quasi alle drei Finisher aufgeladen haben. Dann kannst du diese drei Finisher gegen einen Super-Finisher tauschen. Und das ist zum Beispiel Cody Rhodes, der dann seine Crossroads mehrfach hintereinander zeigt. So als ein Beispiel. Ah, cool. Ja, und dann auch eben. Also das ist wirklich cool, ne? Ich habe nämlich beim 23er immer mal wieder das gehabt, dass ich da mehrere Finisher mit ihm hatte. Und hätte das gerne gemacht, aber muss den dann erstmal wieder aufstehen lassen, den nächsten Crossroads und dann nochmal wieder aufstehen lassen, bis dahin ist er nicht mehr betäubt. Dann kontert er den letzten Crossroads, obwohl er eigentlich schon halb tot ist, der Gegner. Also so finde ich das eigentlich ziemlich cool. Das ist ganz nett, aber so Steuerung und sowas. Also wenn du den Vorgänger 398 Stunden gespielt hast, wie du, Chris, dann wirst du dich sofort. Also dann bist du sofort drin. Das ist halt 1:1 dieselbe Steuerung und du bist da sofort wieder dabei. Du hast halt diese Ergänzung, die damit dazukommt, aber im Grunde spielt sich halt schon sehr, sehr ähnlich. Ja, gut, davon war auszugehen. Aber so, solange an so Feinheiten und kleinen neuen Features gearbeitet wurde, finde ich das eigentlich schon ganz cool. Im Grunde genommen muss es sich sowieso dann zu Release herausstellen, wie sieht's aus, sind irgendwelche Bugs drin, läuft es vernünftig, funktionieren dann auch die Aktionen und Zusammenhänge im Universe-Modus, den konntest du ja noch gar nicht spielen. Richtig. Sind da vielleicht auch mal so kleine Verbesserungen drin, die man sich seit Jahren wünscht, zum Beispiel, dass man einfach Shows auch auf dem Kalender verschieben kann, ne? Oder austauschen oder was auch immer, wo es immer irgendwie so kuddelmuddelig ist und ungelenk. Das wäre sehr schön. Für den GM-Modus haben sie auch schon ein paar Sachen angekündigt, dass dann auch die neuen Matches drin sind und bla blub. Aber dann lass uns doch auch mal über die neuen Matches sprechen oder vielmehr Matcharten. Also der Backstage Brawl wurde ja angeblich verbessert, ne? Dann ist jetzt ein Ambulance Match drin. Es ist ein hier, ach, mit dem Sarg. Scheiße. Casket? Ein Casket Match, danke.
Es ist schon spät, wo wir das hier aufnehmen, möchte ich dazu sagen. Mein Hirn ist etwas matschig. Es ist 7 Uhr abends. Das ist. Ja, ich habe auch hart gearbeitet heute. Und ich bin alt und das Dschungelcamp geht immer so lange. Dann kriege ich genug Schlaf. Ja, und es gibt noch das Gauntlet-Match und es gibt Special Guest Referees auch wieder. Das ist auch wieder richtig, was Neues. Auch wieder dabei, seit Jahren vermisst. Und was konntest du davon denn jetzt anspielen? Ambulance und Backstage Brawl konnte ich anspielen. Und da können wir vielleicht erstmal. Womit willst du anfangen? Dann möchte ich jetzt erstmal den Backstage Brawl anfangen. Denn ich finde so Brawls ja eigentlich immer geil. Aber ich fand die in den Vorgängern etwas lieblos, zu wenige Sachen, mit denen man interagieren kann. Dann auch teilweise zu weitläufig dafür, dass nirgendwo was los ist oder man mit nichts interagieren kann. Was hat sich geändert? Also erstmal grundsätzlich beim Waffenhandling hat sich was geändert. Also du kannst nicht nur mit den Gegenständen zuschlagen, sondern du kannst jetzt auch Leuten Gegenstände an den Kopf werfen. Was ich schon mal ultra witzig finde. Weil du immer so im Panikmodus bist, ne? So beim Wegrennen dann immer irgendwas hinter sich geworfen. Ich habe sehr oft meinen Gegnern einen Tisch einfach an den Kopf geworfen, weil ich es witzig finde. Hat ein Brett vorm Kopf gehabt. Ja. Genau. Ja, also das auch gerade so, wenn du diese Momente hast, wenn einer auf dich zuläuft und du wirfst dir einfach irgendwas an den Kopf, der fällt um. Ist halt witzig. Ist leider mein Humor, es tut mir leid. Ja, ist schön. Es gibt auch ein paar neue Waffen mit dabei. Erweiterte Mülltonnenmöglichkeiten. Es gibt eine Gitarre, glaube ich, war auch noch neu. Haben sie jetzt zumindest aufgeführt. Hatte ich nicht. Ich habe keine Gitarre gefunden, leider. Ansonsten, was ist neu? Es gibt jetzt Aufzüge, die du benutzen kannst. Das ist, was aber witzig ist, die kommen, also du gehst dann gemeinsam in den Aufzug und dann gehen die beiden Kontrahenten aber auch so ganz zivilisiert wieder raus. Das finde ich sieht sehr lustig aus, einfach nur. Es gibt einfach mehr zerbrechliche Objekte, die du da hast. Ne? Klar, vorher hast du irgendwie Tische gehabt, du hast jetzt einfach mehr Möglichkeiten, die es da gibt, um für Chaos zu sorgen. Du kannst zum Beispiel Gegner in die so Verkaufsautomaten für Wasser werfen und dann fallen Wasserflaschen raus, die du dann werfen kannst. Ich sag mal so, das haben so ein bisschen. Parking-Lot-Bereich wieder? Du fängst, ja, also du startest halt in so einer Mischung aus Lagerhalle und dann davor ist quasi der Parking-Lot. Und da steht auch die Ambulance zum Beispiel rum und da stehen Tische rum und also Krempel. Und okay, also so ein bisschen wie früher. Ja, also es ist ein bisschen größer, also die Startszene ist auch größer, du kannst sie aber auch auswählen. Wo du starten möchtest, war aber in unserer Version noch nicht verfügbar. Aber hat Spaß gemacht, der Backstage-Sport. Ich fand's nett. Ja, halt, du kannst es halt auch jetzt mit bis zu 4 Leuten dann spielen und das ist halt auch witzig, ne? Also dann, da geht's halt dann ordentlich zur Sache einfach. Ne? Und das ist auch genau das, was dann auch zum Beispiel das Ambulance-Match ausmacht. Erstmal, da muss ich sagen, um da den Übergang zu schaffen, ich mag die Präsentation, da kommen halt erstmal 2 Leute rein, ohne Ambulance, und dann kriegst du quasi Totale von der Halle, dann fängt das Licht rot an zu flackern und dann kommt halt eben die Ambulance, also der Krankenwagen, reingefahren rückwärts. Und der steht dann quasi im Gang sozusagen und also rückwärts und dann öffnen sich halt die Türen und dann musst du dann deinen Gegner oder deine Gegnerin reinschmeißen. Ansonsten ist es halt ein normales False Count Anywhere Match, wo du halt ganz wild auf Gegner einprügeln kannst. Das habe ich auch, ich habe mit Steve Austin gegen den Undertaker gespielt und ich glaube, da war ein kleiner Fehler im Spiel, weil ich habe eine Schaufel genommen und ich glaube, ich konnte mit der 15 Mal zuschlagen oder so, aber das wird alles noch optimiert, hieß es. Ich bin gespannt. Aber da hat der Undertaker auch geblutet und das war dann ordentlich brutal. Was auch brutal ist an der Stelle, also dieses, wie du Leute in die Ambulance beförderst, ist relativ einfach. Du gehst da hin, du sagst hier, ich mach die Tür auf, dann ist logischerweise sind die 2 Türen auf, es sind 2 Türen, links und rechts. Dann musst du deinen Gegner da reinwerfen, mit einem Whip-In zum Beispiel, oder einfach dagegen lehnen und dann da reinwerfen. Das geht relativ simpel. Aber dann hast du Button-Mashing-Sequenzen. 2-mal hintereinander. Und du kannst dir sicher denken, worauf das hinausläuft. Nämlich auf sehr müde Unterarme. Also, ja. Das war schon hart. Also, da kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du da Matches gegen deine Kumpels spielst, dann bist du da ordentlich mit beschäftigt. Aber es ist halt eine launige Geschichte gewesen. Ne? Also, dieses Minigame und dann mit dem Krankenwagen. Das passt schon. Du kannst oben auf dem Krankenwagen, kannst du brawlen, kannst dich da prügeln. Cool. Ich habe noch nicht gesehen, ich vermute, man kann auch seinen Gegner runterwerfen. Das haben wir nicht gemacht. Aber man kann sich auf jeden Fall oben prügeln und all solche Sachen da auch anstellen. Also von daher ist das nochmal so ein weiterer False Count Anywhere wilder Modus, den du da einfach zur Verfügung hast. Ja, das finde ich aber nicht schlecht. Also mehr Matcharten tun dem Spiel auf jeden Fall gut. Absolut. Ja. Und ich denke auch, dass das Casket-Match zum Beispiel in eine ähnliche Richtung gehen wird, gameplay-mäßig. Weil im Endeffekt, ob jetzt Casket oder Ambulance, es ist
eigentlich vom Ablauf her eine ganz simple, also eine ganz ähnliche Sache, ne? Legst jemanden irgendwo rein, machst einen Deckel drauf, mal gucken, wie sie es lösen werden. Ja, was denn? Ja, so kann man es natürlich auch beschreiben. Ja, aber klingt nicht schlecht. Also, das trägt ja dann doch ein bisschen dazu bei, dass man ein bisschen mehr Variation dann im Gameplay auch hat. Also, ich zum Beispiel spiele ja immer super viel Universe-Modus. Und wenn ich dann bei diesen ja, Hardcore-Geschichten oder No-Holds-Barred-Geschichten dann mehr Sachen zur Auswahl habe, dann sehen meine Cards auch ein bisschen abwechslungsreicher aus, natürlich. Ne? Eben. Finde ich gut. Eben. Und mein letztes Jahr hatten wir die Wargames mit dabei. Und jetzt sind es quasi gleich vier neue Matcharten. Ich finde auch, du erweiterst das Ding einfach, ne? Also das ist ja auch absolut Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Einfach immer mehr Content da reinstopfen, umso größer wird's. Und niemand wird sich beschweren, oh, da ist jetzt ein Ambulance-Match drin, das wollte ich nicht da drin haben. Weil letztes Jahr, weiß ich, war das einer der Hauptkritikpunkte, dass halt so bestimmte Matcharten, wie jetzt Casket-Match zum Beispiel, was wir aus der Vergangenheit noch gekannt haben, dass die nicht mehr drin gewesen sind. Und jetzt sind sie dabei. Ja, aber die waren schon lange nicht mehr drin. Ne? Ja, also, aber deswegen, ist doch gut. Ne? Ja, aber irgendeiner wird sich drüber beschweren, dass das Ambulance-Match drin ist und er wollte das nicht. Das kann ich dir garantieren. Gibt genug Trottel da draußen. Genau. Zwar nicht unter unseren Hörern, das sind alles sehr gebildete Menschen und Kai, aber es wird da draußen welche geben. Ganz genau. Aber apropos gebildet, du Wrestling-Elefant, ne? Ja. Konntest du dich denn im Showcase-Modus trotzdem ein bisschen bilden? Es ist ja 40 Years of WrestleMania Showcase-Modus drin. Wir kennen das ja von den letzten Ausgaben. Hier so Mischung aus ja, Archivfilm und Gameplay-Grafik dann. Man spielt große Matches nach. Letztes Jahr war John Cena da der Pate quasi für diesen Modus. Dieses Jahr steht eben WrestleMania im Fokus. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, 40 Years of WrestleMania und nur 21 Matches anscheinend drin. Ja. Ne? Also, weiß ich nicht, aber das ist das, was gemeldet wird aktuell, ja. Also, ja, wir hatten drei. Und es, ich meine, bei ein paar Matches über die Jahre kann ich verstehen, dass man die nicht nimmt, ja. Aus diversen Gründen. Und WrestleMania 2000 hatte eigentlich kein geiles Match. Aber ja, hätte man ein bisschen mehr machen können, wenn es wirklich nur 21 sind. Dennoch, bester Olf. Ja. Wie hat dir denn der Showcase gefallen? Hat es eine stimmige WrestleMania-Präsentation? Du hast Corey Graves, der quasi durch Programm führt in den Cutscenes vorweg und der macht das ja grundsätzlich erstmal ziemlich gut. Ne? Also der ist ja schon so als Hype-Man, der da so die Bedeutung von WrestleMania vorhebt. Das passt schon so ganz gut. Ansonsten ist es auch da vom Schema her sehr ähnlich wie natürlich die letzten Showcase-Modi. Ne? Du hast immer dieses Überblenden vom Gameplay in die Zwischensequenzen. Ich finde es immer noch geil. Ich mag das auch. In den Vorgängern mag ich das unglaublich gerne. Was mir am Showcase-Modus nach wie vor nicht gefällt, ist, es ist halt so starr. Ne? Es ist so, es läuft nach wie vor nach dem Schema ab, dass du, um diese Geschichte weiter zu erzählen, musst du halt Aufgaben erfüllen und musst halt eben bestimmte Dinge erledigen. Keine Ahnung. Die Beispiel, auch nicht immer gut erklärt sind, muss man dazu sagen. Ja, ja, genau. Und du hast Erklärungen, aber dann manchmal musst du halt trotzdem überlegen, du musst deinen Gegner, deine Gegnerin in eine gewisse Position bringen und die will das natürlich auch nicht, das kommt dann auch noch dazu. Und dann, ich hatte irgendwie so eine, wo du quasi so ein Double Reversal ausführen musstest. Und das hat dann nicht beim ersten Mal nicht, also glaube ich bei Rick Root gegen den Warrior war das. Und das hat dann beim ersten Versuch nicht funktioniert. Und ich so, okay, komm jetzt nochmal. Dann hat sich der Warrior wieder gewehrt. Ich so, jetzt lass mich dich endlich whippen und dann wieder zurückziehen. Ne? Und dann, du wirst halt verrückt dabei. Und ich habe auch gestern gesagt, ich fände es halt so schön, dass wenn du für, keine Ahnung, 3 Minuten an einem Ziel hängst, dass das Spiel einfach sagen würde, hey, weißt du was, drück die Tasten gleichzeitig und wir springen einfach ein Ziel vor. Du hast halt nicht geschafft, aber du kannst die Zwischensequenz sehen, du hast diese Befriedigung, dass es weitergeht. Das fände ich einfach mal schön, weil manchmal sind diese Aufgaben halt einfach starr und nicht ideal erklärt. Und gerade auch für Leute, die vielleicht eher so die Casuals sind oder auch keine Zeit haben, sich da so reinzuarbeiten, fände ich es halt netter, wenn man da irgendwie so einen Umweg finden könnte. Gibt's aber nicht. Hey. Es ist, wie es ist. Also, ich habe jetzt schon 3 Matches gespielt, aber auch schon so ein paar Sachen sind ja auch schon angekündigt. Ne? Also Hogan gegen Andre the Giant zum Beispiel haben wir schon einen Trailer gesehen und andere Geschichten. Also da werden schon ein paar schöne Momente noch dabei sein. Was ich persönlich schade finde, dass zum Beispiel so Momente mit Leuten, die jetzt bei einer anderen Promotion sind, nicht mehr funktionieren. Ne? WrestleMania 30.
ist nichts mit Main Event oder so, ne? Oder, oder Edge gegen den Undertaker zum Beispiel. Hm. Ja, schwierig, ne? Ja. Eigentlich sollten sie die fehlenden Leute einfach nur gegen das Modell von Savio Vega eintauschen. So. Shaggy wird das freuen. Das wäre witzig. Dann wird Shaggy auch nochmal zocken. Nee, aber ja, ich habe ja gesagt, es gibt diverse Schwierigkeiten bei WrestleMania-Momenten. Ja, auch der Main-Event von WrestleMania 20, ne? Ja. Fantastisches Match, damals ganz großer Moment gewesen. Kannst du aus Gründen halt nicht bringen. Das ist alles sehr schade natürlich. Aber ja, große Momente werden sie trotzdem im Spiel haben, davon gehe ich aus. Aber so vom Ablauf her hat sich, wie du ja sagst, leider nichts geändert. Ich finde auch, also das ist jetzt eigentlich ein cooler Moment, hier 40 Jahre WrestleMania zu machen. Ja, habe ich auch Lust drauf. Ich werde jetzt diesen Showcase nicht fünfmal spielen, ich werde ihn einmal spielen und hoffentlich alle Ziele erfüllen. Dann fände ich es aber cool, wenn sie sich was Neues einfallen lassen würden. Es reicht jetzt langsam, ne? Also klar, man kann das jetzt mit jedem zweiten richtig großen Superstar noch durchziehen, aber langsam hat sich das Konzept auch ein bisschen totgelaufen. Also entweder musst du was ganz Neues machen oder du musst das jetzt auch so verändern, dass es sich anders anfühlt. Weil jetzt langsam ist es halt sehr Routine geworden. Ne? Also ist einfach so. Und ich habe auch gesagt, mich verbindest du da hast du mit dem Showcase-Modus. Aber ich finde die Atmosphäre halt total geil. Ich finde diese Idee total super. Ich finde aber dieses sich starr an irgendwas entlang hangeln, damit du halt was freischaltest, das ist was mir nicht ganz so gefällt. Und das war aber auch schon in den letzten Jahren so. Das ist jetzt keine Neuerung, wer mich in den letzten Jahren gehört oder gelesen hat zu den WWE 2K-Spielen. Das war schon immer das, was mich gestört hat, weil das zu verkopft ist in sich und weil, ne, das hat mich immer gestört. Ja, ich verstehe es auch total. Das waren ja jetzt so die Modi, die du gespielt hast. Korrekt. Du hattest aber auch gesagt, du hast mit den Entwicklern ein bisschen sprechen können. Haben die denn auch irgendwas zum Story-Modus gesagt, zum Karrieremodus? Es soll ja anscheinend wieder zwei Stück geben, also einmal männlicher, einmal weiblicher Superstar, war so mein Stand. Ne. Gibt's nichts Neues, kann ich nichts zu sagen, ich weiß nichts. Auch das Interview war nicht mega lang. Also da bin ich auch quasi, als es richtig losging, so abgeschnitten worden. Wir haben über die Gameplay-Neuerungen gesprochen, wir haben über die neuen Matches gesprochen und ein bisschen was drumherum. Aber tatsächlich über das Universe und auch über den GM-Mode, über MyRise, auch über bei die Creation-Sachen, da wissen wir, da gibt's einen Create-Referee-Mode jetzt und Create-Sign, die sind neu. Aber noch nichts gesehen, noch keine weiterführenden Informationen quasi bekommen. Oh, Create a Sign könnte aber brenzlig werden, wenn du die Dinger hochladen kannst. Das ist richtig, ja. Mal gucken. Eieiei. Also, du kannst davon ausgehen, dass ich Day One sofort bei den Creations gucken werde, was einige Leute da hochgeladen haben. Ja, also beim Universe Mode zum Beispiel, weil du gefragt hast, mehr Möglichkeiten. Also da haben sie ja auch schon ein bisschen was veröffentlicht. Ne? Das war jetzt nicht spielbar oder so, aber da hieß ja auch, es gibt jetzt, dass du da Run-Ins machen kannst, Cash-Ins, dass du auch Sachen kannst, wie jetzt zum Beispiel diese Special-Guest-Referee-Sachen, die kannst du jetzt damit einbauen, weil die jetzt neu drin sind. Double-Title-Matches und Loser-Leaves-Town-Stipulation gibt's auch. Ja, Double-Title-Matches, du, ganz ehrlich, das war eine ganze Zeit da drin, ne, ewig. Und ich hätte überhaupt nicht gemerkt, dass sie es entfernt hatten, bis ich es dann irgendwann mal machen wollte. Aber okay, ja, es sind auch so Bedienungssachen im Universe-Modus, die sie mal angehen müssen. Und dass die Storys dann auch wirklich mal funktionieren und nicht sofort abgebrochen werden oder ins Unermessliche gehen. Ich habe dann auch irgendwie eine Rivalität, die wollen die über 6 Monate ziehen. So, nee, macht irgendwo einen Break rein. Irgendwie 1, 2, 3 Pay-Per-Views und fertig ist, ne? Naja. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich bin da auch so ein Opfer, ne? Also ich spiele, ja, also ich glaube seit, keine Ahnung, Here Comes the Pain oder so, habe ich jährlich mir mein Wrestling-Spiel gekauft. Und so wird es auch in diesem Jahr sein, ne? Machen wir uns nichts vor. Und ich werde auch Spaß damit haben, selbst wenn irgendwas veraltet sein sollte oder nicht ganz so gut. Whatever. Ich werde da auf jeden Fall spielen und meine Freude dran haben. Und deshalb, ja, was du jetzt so sagst, vieles bleibt beim Alten, auch die Engine ist weiterhin nicht auf dem neuesten Stand. Aber so diese kleinen Sachen, die du angesprochen hast, kleine, aber feine Features in den Matches selbst, mehr Matcharten und
dann eben auch so ein bisschen verbesserte Grimassen und so. Hier, einer von den Entwicklern hat auf Twitter jetzt die Nacht noch bestätigt, es wird wieder möglich sein, dass gewisse Catcher sich hier die Straps runterziehen im Match. Also Kurt Angle oder ein Undertaker. Das wurde letztes Jahr viel bemängelt. Also so diese Kleinigkeiten, die es ein bisschen authentischer, ein bisschen lebendiger machen, da freue ich mich dann schon sehr drauf. Ah jo, also wie gesagt, ich glaube, das wird halt so ein Spiel sein, das wird jetzt das ganze Genre nicht neu erfinden, es wird aber einfach das Ding jetzt erweitern. Und das ist auch was absolut legitim ist. Wir haben nun mal diese alljährlichen Updates, es ist nicht der große Sprung, wie wir jetzt zuletzt in der Vergangenheit auch häufig gesehen haben. Es ist ein kleiner Schritt, aber ich glaube, ein durchaus wichtiger Schritt, den wir da haben, eben mit den Erweiterungen. Ich bin gespannt, wie die alle zünden werden. Bei diesem Schlagduell zum Beispiel bin ich gespannt, wie oft kommt das in einem Match vor? Ich habe das tatsächlich mal zweimal in einem Match geschafft und da fing es dann schon an, so dass ich gedacht habe, ist zwar witzig, aber so ein Schlagduell mehrfach in einem Match ist vielleicht auch zu viel. Da wird vieles davon abhängen, wie sie auch die Balance treffen und das wird sich dann zeigen, wenn man es länger spielen kann. Aber das hat Spaß gemacht. Also ich würde sagen, ich hatte keinen Spaß in diesen zwei Stunden. Die ging auch ratzfatz vorbei. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass das Ding jetzt die totale Graupe wird. Also sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wird ein richtig launiges Wrestling-Spiel, wo gerade diese wilden Modi, die ich jetzt gerade angesprochen habe, und dieser erweiterte Waffensupport auch. Hey, ich kann Leuten Tische ins Gesicht werfen. Warum denn nicht? Ist doch alles gut. Ja. Also ein Spiel, in dem man Leuten Tische ins Gesicht werfen kann, mindestens 8 von 10. Nein, lass uns mal überraschen. Ich hab Bock. Du hast, glaube ich, auch Bock. Auch wenn wir nicht mit allem zufrieden sind, was du so erzählt hast hier. Aber es droht uns kein 2K 2020. Nein. Das ist doch das Allerwichtigste. Sondern das wird, also ich rechne damit, um das ganz kurz zusammenzufassen, ich rechne damit, dass es eine souveräne Fortsetzung wird mit ganz vielen kleinen und großen Neuerungen, die so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne sind sozusagen. Das wird jetzt keine Revolution des Genres werden oder der Serie werden, aber das wird das Ding einfach richtig gut fortsetzen. So wird's kommen. Gut, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, lieber Olaf. Schön, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Ja, gerne, gerne. Du bist auch nochmal eingeladen. Ja, Glück gehabt. Nee, sehr gut. Dann machen wir hier den Sack zu, wie du immer so schön sagst. Ne, nee, den Deckel drauf, sag ich. Oder einen Deckel drauf, ich sag den Sack zu. Einfach, natürlich, weil ich gerne Sack sage. Und ihr schreibt doch auch gerne in die Kommentare, was ihr euch von dem Spiel erwartet, was ihr euch wünscht, ob ihr Bock drauf habt, auf welches Feature ihr hättet verzichten können vielleicht auch. Ja, vielleicht schreibt ja jemand, scheiß Ambulance-Match, ne, wie wir es vorhin hatten. Schreibt einfach mal so eure Meinung zum Spiel. Und schaltet natürlich immer weiter bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, ein und unterstützt uns auf Patreon und Steady und kriegt viele, viele tolle Inhalte über verschiedene Themengebiete. Ob gute Matches, scheiß Matches, Markus Holzer, Shaggy, wen auch immer. Ne? Wir sind für euch da, eure Headlocks. Genau. Die Headlock-Bande. Ja, die Headlock-Bande, ja. So sieht's aus. Ja, dann obliegt dir das letzte Wort, Chris, wenn du es hier schon so schön alles gehostet hast. Ich sag, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.